entwickelt. Und zwar wollen wir über Tierversuche im Film reden, also in Film und Fernsehen. Und das ist meiner Ansicht nach, ist das so dieser klassische Fall, wo eben die Tierversuche im Film benutzt werden, um so diesen skrupellosen Charakter des Wissenschaftlers darzustellen. Ja, ich kann zu allem nur ja sagen, weil das sind genau die Sachen, die ich auch beim Gucken verschiedenster Filmerzeugnisse immer denke. Es ist also dieses, genau das Wort, was du gerade benutzt hast, Skrupellosigkeit. Das ist also, kann man eigentlich so als Überschrift irgendwie nehmen. Machen wir mal zwei Beispiele, Tierversuche und Filme, wo die Tierversuche eher, also wo ich eine positivere Wahrnehmung hatte. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten, der Podcast, in dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling. Grüß dich, Roman. Grüß dich, Johannes. Servus. Roman ist seinerseits Neurobiologe und Referent für Tierversuche verstehen. Ich bin Johannes Beckers, bin Professor an der TU München, im Fach Genetik und forsche zum Thema Diabetes am Helmholtz Munich. Roman, wir haben heute richtig was Tolles, was Spaß machen wird, uns, glaube ich zumindest. Ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, denn Ja. wir haben ein ganz besonderes Thema heute. Willst du es anteasern? Ja, es war zwar deine Idee, aber ich finde, wir haben das sehr, sehr gut entwickelt. Und zwar wollen wir über Tierversuche im Film reden, also in Film und Fernsehen. Wo Genau. kommen da Tiere und insbesondere Tierversuche vor? Und bei euch kann ich kann es schon fühlen, während ihr das jetzt hört, rattern schon bei euch so die verschiedenen Filme durch, wo man da vielleicht schon mal sowas gesehen hat. Und wir haben unsere persönlichen Highlights mal so rausgesucht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es Highlights sind. Bei mir sind es keine Highlights, es sind einfach nur ein paar Filme oder Serien, wo ich das wahrgenommen habe, insbesondere. Genau. Ich glaube, es ging, also so ein bisschen geht es ja auch darum zu überlegen, also in welcher Funktion tauchen Tierversuche in der Historie der Filmgeschichte auf. Das alles mit einem etwas zwinkernden Auge, weil wir sind ja beide keine Germanistik-Experten, oder Roman? Ja, und auch, also ich bin jedenfalls auch kein Cineast oder Filmkritiker. Ich werde mich aber gleich, das kann ich schon mal anteasern, durchaus kritisch äußern. Vielleicht wirst du das noch, Roman. Das liegt Vielleicht auch ehrlich starten wir jetzt gesagt. eine ganz neue Karriere, wer weiß. Es liegt natürlich auch daran, das ist ja oft eingebettet in den größeren Kontext, weil Wissenschaft im Fernsehen. Und alle, die irgendwie schon mal Wissenschaft von innen gesehen haben, wie Forschung funktioniert, schlagen sowieso meistens die Hände über den Kopf zusammen, wenn irgendwo Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen geschauspielert werden oder dass irgendwo im Fernsehen auftaucht, weil das natürlich meistens überhaupt gar nicht so ist, wie im Film dargestellt. Und Genau. das hat für unser Thema natürlich eine ganz besondere Relevanz dann. Also wir haben schon vorab darüber gesprochen, welche Filme du ausgesucht hast und welche Filme ich ausgesucht habe. Teilweise ist es so, dass wir sie beide gesehen haben und teilweise ist es so, dass einer von uns die also nicht kennt. Das erhöht dann die Spannung auch noch ein bisschen. Wer soll denn Genau. anfangen, Roman? Und mit welchem Film fangen wir an? Was meinst du? Ist es mir eigentlich ganz egal. Ja, pass mal Wollen auf, wir, dann ja? soll ich anfangen? Mach Weil ich mal. glaube, du hast einen Film, der passt dann danach eigentlich gut dazu. Okay. Schauen wir mal. Also der erste Film, das war so der erste Film, der mir überhaupt einfiel, als ich an das Thema Tierversuche und Filmgeschichte dachte, ist der Film Die Fliege. Okay. Den hast du, glaube ich, auch nicht gesehen, oder? Kennst du Den den? habe ich nicht gesehen. Ich meine mich zu erinnern, dass es da irgendwie um eine kafkaeske Transformation geht. Ja, das ist Aber ein sehr guter Gedanke. Mein Gott, wunderbar. mehr weiß ich darüber wirklich gar nicht. Also ich glaube, der Film ist so aus Mitte der 80er Jahre etwa und ich glaube, drum können wir über den Inhalt ruhig reden. Wir werden jetzt da nichts spoilern, glaube ich, weil der ist schon so lange raus, der Film. Also es geht einfach um einen Wissenschaftler, der erfindet sowas wie Beamen, also Teletransportation sozusagen, Okay, ja. Also ja. Beamen kennst du ja. Ja. Und hat also, da, also der hat sein Labor, ist quasi auf einem Industriegelände, da hat er seine Wohnung, ja, ein altes Industriegelände, wo keiner mehr ist, nur er, da hat er seine Wohnung und da macht er auch seine Experimente und hat dann da so quasi wie so, es sind so große Eier quasi, wo man sich reinsetzen kann und sich dann transportieren kann von einer
Stelle zur nächsten, ja? Okay. Richtig wie bei Star Trek beamen. Ja. Und dazu gehört dann noch irgendwie eine Liebesgeschichte, die spielt aber jetzt ja eigentlich keine Rolle. So. Und also er ist dabei, dieses Beamen zu entwickeln, und das ist also seine Forschungstätigkeit. Und im Rahmen dieser Liebesbeziehung will er also flexen mit dem, was er da Tolles macht, mit dem Beamen und so. Und dann gibt seine neue Flamme, die er da kennenlernt, die Ronny, gibt ihm, dem Seth Brundle, einen Seidenstrumpf, und den kann er dann tatsächlich also in das eine Ei reinstecken, und dann kommt es an dem nächsten Teleport wieder raus. Und funktioniert wunderbar. Und dann macht er natürlich gleich den nächsten Schritt und nimmt den Pavian. Ja, also er hat auch eine Pavian-Haltung quasi in seinem Wohnzimmer. Ja, natürlich. Wer hat es nicht? Muss Ja. ganz toll riechen auch. Und setzt diesen Pavian dann da rein, teletransportiert den, und das geht total schief. Da kommt irgendwie nur so, also auf der anderen Seite kommt irgendwas nicht richtig raus. Also es ist ganz furchtbar. Es ist eine lebende Fleischmasse, die quasi nur darum bettelt, irgendwie getötet zu werden. Und also geht total schief, ne? Ich kann es mir Also vorstellen. irgendwie. Dramatischer Schnitt, dramatische Musik, high-pitched Geigen, miek, 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 so irgendwie alles Ich schlimm. habe mir den Film tatsächlich noch mal angeschaut, jetzt hier extra für diesen Podcast, weil den kann man streamen im Augenblick noch. Und das ist der Hammer, wenn man das sieht. 80er Jahre Filmtricks, es ist Wahnsinn. Auch die Geschichte, wie langsam die sich entwickelt. Und wenn man dann guckt, wie schnell heute Geschichten erzählt werden, Ja. Wahnsinn der Unterschied. Das habe ich, also da komme ich gleich auch bei einem Film dazu, zu genau dem Punkt. Ja, ich glaube, ich weiß schon, welcher das ist dann. Also, der erste Pavian hat leider nicht geklappt, tut ihm schrecklich Ja. leid. Und er merkt also, es gibt ein Problem mit lebenden Substanzen, die zu verschicken. Und dann kommen sie auf die tolle Idee, ja, dann probier es doch mal nicht mit einem lebenden Tier, sondern probier es erstmal mit einem Steak. Okay. Und dann machen sie es Ja. mit dem Steak, ja, das Steak wird teletransportiert, und sie stellen dann nur fest, also er, der Seth Brundle und die Ronny, ja, das schmeckt ein bisschen synthetisch, aber im Prinzip hat es funktioniert. Und dann kommt auch prompt gleich der zweite Pavian rein in den Okay. Tele, also kein Zwischenschritt, mal irgendwie, was weiß ich, C. elegans, Nematoden oder Regenwurm oder sowas. Nee, nee, gleich der Oder zweite eine Pavian Fliege. Ich hinterher. meine, der Film heißt ja so. Genau, ja, da, genau. Und das funktioniert also, ja, und dann entscheidet er halt, ja gut, also jetzt muss ich auch mich selber da reinsetzen. Und dummerweise ist dann in diesem Teleporter auch noch so eine Stubenfliege mit drin. Und dann kommt er quasi als Fusion zwischen Fliege und sich selbst dann an dem zweiten Teleporter wieder raus. Und zuerst hat er also richtig Superkräfte wie Batman oder sowas, ja, kann die tollsten Sachen machen. Und daran kann ich mich noch genau erinnern, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, damals im Fernsehen noch, also es muss dann irgendwie auch in den 80ern gewesen sein, als man dann so langsam merkt, der transformiert sich jetzt in diese Fliege, oder transportiert, wird er jetzt wirklich zur Fliege? Und da, also an dieses Gefühl kann ich mich noch genau erinnern, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Dieses Entsetzen, das so langsam in meinem Kopf wuchs, was da Okay. passiert war. Und das ist meiner Ansicht nach, ist das so dieser klassische Fall, wo eben die Tierversuche im Film benutzt werden, um so diesen skrupellosen Charakter des Wissenschaftlers darzustellen, der also überhaupt keine Grenzen kennt in der Forschung, der auch komplett losgelöst ist von der Welt. Also der ist auch nicht in einem Forschungsinstitut oder sowas, sondern der macht es einfach so aus eigenem Antrieb und ohne eine Peer Review Group. Also ganz, ganz merkwürdig. Ja. Ich kann zu allem nur ja sagen, weil das sind genau die Sachen, die ich auch beim Gucken verschiedenster Filmerzeugnisse immer denke. Es ist also dieses, genau das Wort, was du gerade benutzt hast, Skrupellosigkeit. Das ist, also kann man eigentlich so als Überschrift irgendwie nehmen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dargestellt werden, die dann auch noch irgendwie mit Tieren irgendwas zu tun haben. Immer völlig rücksichtslos, völlig Genau. verantwortungslos. Alles irgendwo in irgendeinem Keller, irgendwo zu Hause, Ja. alles geheim. Genau, ja. What the fuck? Ja, Stell dir das mal also. vor, deine eigene Pavianhaltung in deinem Wohnzimmer zu haben. Also will man, glaube ich, nicht haben, oder? Nee, Paviane sind echt, also da muss man echt vorsichtig sein. Die sind sehr gefährlich. Naja, aber davon mal ganz abgesehen. Ja, Aber das hast du ist. jetzt auch noch ein Beispiel, wo das genauso ist? Also, wir Ja, haben und. nämlich auch ein schönes Gegenbeispiel, das weiß ich, da kommt noch eins. Ja, da kommen wir noch zu, genau. Die zwei sogar. Und aber ich fange mal an, weil wir jetzt gerade bei den Affen sind, ist vielleicht auch ein Film, den man da vielleicht gar nicht so direkt zuzählen würde. Aber der Planet der Affen tatsächlich. Also Legendary, genau. der alte Film aus den 60er Jahren, glaube ich, Ja. ist ja so die
erste größere Verfilmung. Aha. Und es gibt aber ja eine neue, also das ist ja mittlerweile ein ganzes Franchise. Hab mir erstmal Disney-Abo gemacht bei Disney Plus, um da mal mich in dieses Franchise-Universum Planet der Affen reinzubegeben. Und das Erste, was mir bei dem alten Film, ich hatte den schon mal irgendwann gesehen, zumindest ausschnittsweise, aufgefallen ist, den kann man ganz easy in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit gucken und man verpasst eigentlich nichts. Also da passiert einfach ganz lange gar nichts immer. Also es sind sehr lange Schnitte, sehr lange Szenen und es ist alles super langsam erzählt und im Prinzip geht die Geschichte ja so, ein Raumschiff mit Menschen, die im, was weiß ich, Hyperschlaf, Kälteschlaf lange unterwegs waren, landet auf einem Planeten und stellt dann fest, aha, da gibt es auch Menschen oder zumindest menschenähnliche Wesen und die werden dann aber regelmäßig irgendwie gefangen genommen von der dominierenden Spezies auf diesem Planeten. Das sind Affen. Also in dem alten Film sind das natürlich verkleidete Menschen, die einfach so ganz entfernt aussehen wie Affen. Und da ist es ja so, dass dann die Affen mit den Menschen Experimente machen. Ah, okay. Umgedrehte also, Rollen sozusagen. Genau, es ist komplett umgedrehte Rollen und sozusagen, ich glaube, das ist auch der, also das, warum der Film so berühmt ist oder warum der eigentlich auch so einen Eindruck hinterlassen hat, zumindest zu seiner Zeit, weil er halt aus dieser Perspektive erzählt, was wäre eigentlich, wenn wir hier nicht die dominante Spezies auf der Welt wären, sondern alles sich sozusagen umdreht. Wie schauen wir auf Tiere und ne, wenn das jetzt aber andersrum wäre, wie schauen Tiere dann wiederum auf Menschen und so weiter. Ist das, weißt du, ist das in dem Film auch so, dass die schon miteinander reden können? Die Affen und die Menschen? Nee, oder? Genau, nee. Das können die nämlich nicht und das kommt dann nämlich erst dadurch, dass halt die Astronauten, die da landen, die beherrschen dann die Sprache und die Affen, die da die dominierende Spezies sind, sprechen natürlich perfektes Englisch, auch Wissenschaftsenglisch und es geht dann in der Folge darum, dass eine Affenforscherin, also eine der affigen Forscherinnen, den bei den Menschen irgendwie dann doch irgendwie feststellt, okay, die können, die sind ja vielleicht doch intelligenter, als wir dachten und die haben ja auch Gefühle und die können auch irgendwie doch sprechen und sich irgendwie verhalten, dann kommt es dadurch irgendwie Verletzung der Stimmbänder bei dem einen Astronauten auch noch zu ganz vielen Missverständnissen, dann fängt er an zu schreiben und dann geht es auch, also letztendlich geht es... Und die haben dann auch dieselbe Schrift, die Affen und die Menschen, oder? Ja, das funktioniert alles einwandfrei. Super. Da liegen irgendwie ein paar hundert Jahre dazwischen, zwischen dem Aussterben der Menschen, beziehungsweise, dass die Menschen halt irgendwie verkümmern oder wie auch immer, und dem Aufstieg der Affen als dominante Spezies. Also aus dem Gesichtspunkt ist es erstmal interessant, weil halt die Affen mit den Menschen experimentieren, die machen auch so Hirnforschung und schneiden die dann auf und so, das sieht man zwar alles nicht, aber da wird drüber gesprochen. Und es ist also aus dem Gesichtspunkt interessant, weil das halt ganz streng hierarchisch aufgebautes Wissenschaftssystem ist bei den Affen und die Forschenden, die halt sozusagen direkt da mit den Menschen experimentieren und da die Forscherin, die dann auch da diese neue These aufstellt, dass die doch irgendwie sehr intelligent sind, diese Menschen, die sie da in ihren Käfigen halten und vielleicht sogar zur Sprache fähig und zum moralischen Verhalten und so weiter. Das wird überhaupt nicht akzeptiert von der herrschenden Wissenschaftsklasse, von den höheren Gelehrten da. Also es gibt da auch so dann diese äffischen Obergelehrten und die wollen das alles nicht glauben und die sagen, das stimmt alles nicht und die Beweise akzeptieren wir nicht und dieses und jenes. Aber ich glaube, der Film, also man muss ja überlegen, also 1968 ist da wirklich der erste rausgekommen. Ich glaube, das war schon eine ziemliche Sensation, auch diese Affen so zu zeigen. Ich glaube, das hat viele sehr, wie soll ich sagen, also irgendwo emotional sehr berührt, glaube ich. Ja, ich glaube auch, das kann durchaus sein. Und es gibt ja dann noch diesen Twist, ich habe das jetzt so erzählt, als wäre klar, dass die auf der Erde landen. Das ist die ganze Zeit nicht klar. Das ist erst die allerletzte Szene, wo sie dann feststellen, ach, wir sind ja wieder auf der Erde angekommen. Ne? Also es ist kein ferner Planet, wo zufällig irgendwie die Verhältnisse andersrum sind, sondern es ist die Erde und es muss irgendwas ganz Schlimmes vorgefallen sein. Die erkennen das daran, dass halt am Strand irgendwie so eine, die Überreste der Freiheitsstatue da so rumliegen. Ich glaube, an die Szene kann ich mich erinnern. Ja, genau. Ja. Genau, der letzte überlebende Astronaut und seine Gefährtin, die er da während der Haft kennenlernt, ist natürlich auch alles so ganz schlimm sexistisch und so weiter. Ist halt einfach auch alt, muss man auch sagen. Ja, es ist eine andere Zeit gewesen. Und also Schon, von dem Gesichtspunkt her, glaube ich, schon noch interessant. Und ich glaube, das hat auch diese Diskussion zum Tierwohl, ich glaube, auch noch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also angeregt. Ja. Wobei da natürlich dann wieder der Menschenaffe sehr, sehr im Vordergrund steht. Was ja eigentlich, also bei uns gibt es ja keine Menschenaffenversuche. Gut, aber Nicht mehr. Ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Filmklassiker und ich glaube, der hat auch echt Impact gehabt. Ich habe eben nochmal geschaut, also ich wusste gar nicht, ich dachte, es gab den alten Film und einen neuen Remake oder so, aber es gibt da irgendwie 10 Stück. Ja, und ich habe auch gesehen, da soll 2024 soll da tatsächlich auch
noch mal ein weiterer Film rauskommen, der ist gerade Genau, in es Arbeit. fehlt noch so, glaube ich, die letzte Verbindung. Also es gibt drei Prequels, die also sozusagen die Geschichte erzählen, wie ist es denn dazu, zu dieser Krise Okay. gekommen, der Menschheit, dass die sozusagen untergeht und die Affen gleichzeitig halt irgendwie aufsteigen als herrschende Zivilisation. Und da habe ich mir Weißt du, den. wie die Affen in diese Position gekommen sind? Ist es auch durch einen Tierversuch des Menschen an Affen oder Genau, weißt du das oder? da wollte ich jetzt noch drauf kommen, weil Okay. so fängt das dann in den Prequels halt eben alles an. Es gibt natürlich eine Firma, irgendeine amerikanische skrupellose Gentech-Firma, die da ein Medikament gegen Alzheimer entwickeln will. Und da testen die natürlich fleißig drauf los und testen halt dann an Schimpansen und auch noch ein paar anderen Menschenaffen, Gorillas, Orang-Utans und so weiter. Aber vor allen Dingen an einem Schimpansen, wo es dann irgendwie wirkt, beziehungsweise ich glaube bei der Mutter wirkt, und weil die aber gerade mit der Hauptfigur der späteren Filme dann schwanger ist, geht das auch auf den über. Und dieses Alzheimer-Medikament wirkt halt dann so stark, dass halt die Menschenaffen zusätzliche kognitive Fähigkeiten Ah, erlernen, okay. also vor allen Dingen Zeichensprache, aber dann auch richtige Sprache, aufrechter Gang, Werkzeugbenutzung, alles Mögliche, die brechen dann auch irgendwann aus, es kommt zu einem Unfall, dieses Also Medikament wird ist das irgendwie schon auch. also quasi eine vom Menschen verursachte Humanisierung von Schimpansen, oder? Mehr oder weniger Richtig, so. genau. Und da muss man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, was hat das mit der Realität zu tun? Also wirklich absolut gar nichts. Es gibt überhaupt gar keine Medikamente, die in irgendeiner Weise sowas machen könnten. Es gibt auch keine Ansätze, die sowas überhaupt möglich erscheinen lassen. Und es gibt auch ganz strikte Regularien in der Forschung, dass man tunlichst bitte zu vermeiden hat, Menschenaffen zum Beispiel mit menschlichen Stammzellen zu behandeln im Gehirn, weil eben genau diese Speziesgrenze und auch diese Humanisierung von Primaten absolutes No-Go ist in der Forschung. Also, Also ich glaube, wir haben ja aber schon mal darüber geredet. Also das es gibt passiert da da. keine Tierversuche an Menschenaffen. Da gibt es, also es könnte Ausnahmen geben, wenn es jetzt einen medizinischen Notfall gäbe, wo man unbedingt nur in Menschenaffen irgendwie eine Lösung finden könnte, dann dürfte man, glaube ich, an Menschenaffen gehen. Irgendwie so war die Regelung, oder? Wo man. Ja, im deutschen Gesetz ist es, gibt es so eine Genau. Ausnahme aus dem europäischen Generalverbot, Ja. aber diese Ausnahme könnten wir nicht mal aktivieren, wenn wir wollten, weil es einfach gar keine Affen gibt, die man dazu Ja, ranziehen könnte. das kommt noch dazu. Genau. Ja. Ja. Ja, Genau. cool. Und selbst in den USA gibt es mittlerweile auch keine Menschenaffen mehr. Die sind alle sozusagen jetzt in so Sanctuaries übergeben worden von den Forschungseinrichtungen, die solche Affen gehalten haben. Ja. Aber Ist ich ein habe ganz jetzt anderes richtig Thema, aber genau. Lust bekommen, mir die Filme nochmal anzugucken, weil ich habe sie wirklich nie so richtig verdaut, irgendwie nur mal so quer reingeguckt im linearen Fernsehen. Und das waren, glaube ich, noch diese alten Folgen und irgendwie hat mich dann diese Verkleidung dieser Menschenaffen immer ein bisschen irritiert. Ja, das ist heutzutage natürlich alles mit Ja, CGI genau. irgendwie gelöst und Ja, ist ja, natürlich auch ja, deutlich besser und die Filme sind auch irgendwie, ja. ja, ich sag mal, Also gut ich gucke noch erzählt, mal aber der rein. ganze Plot ist sowas von völlig unglaubwürdig. Alle machen ständig die falschen Entscheidungen. Ja, aber Also, ich glaube, es. glaubwürdig und unglaubwürdig sind keine guten Kriterien für einen guten oder einen schlechten Film. Oh, weiß ich nicht. Wenn man die ganze Zeit, also man will sich ja auch mit den handelnden Personen irgendwie identifizieren, sei es jetzt mit den Affen handelnden Personen oder auch mit den Menschen, aber das ist, also war mir überhaupt nicht möglich. Ich fand es echt letztlich, ich habe mir vor allen Dingen den zweiten Prequel-Film nochmal angeschaut, wo es dann schon so eine Affenkolonie gibt vor den Toren von San Francisco. Und es gibt aber auch noch so eine Menschenkolonie und der Rest der Menschheit ist aber mehr oder weniger ausgestorben durch irgendwie so eine Pandemie, die auch auf dieses Experiment zurückzuführen ist in irgendeiner Form. Und ach, das ist alles nur, also man merkt, die wollen irgendwie dahin kommen, dass, ne, wo Planet der Affen, der alte Film sozusagen anfängt, aber so mit Biegen und Brechen, so mit der Brechstange versuchen sie das irgendwie. Und dafür müssen natürlich ganz viele Leute ganz viele Fehler machen. Und das ist einfach, dem kann ich nicht folgen. Ich fand das irgendwie nicht gut, nicht Ja, überzeugend. klar. Ungenommen. Aber was ich nur meinte, ist, nimm zum Beispiel, was weiß ich, der Herr der Ringe. Ja, ist nicht Ja. gerade eine glaubwürdige Geschichte, aber es ist trotzdem eine tolle Geschichte, Ja, die das man sich stimmt. gerne anhört, weil es eben viele, viele Gleichnisse gibt zu echten Gesellschaften und so. Also Ja, das klar. wollte ich nur sagen. Also Klar. nur weil es unglaubwürdig ist, ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Aber es gibt andere Gründe, warum es schlecht ist. Okay, ich gebe mich geschlagen. Hast du noch so einen Film, der in diese Kategorie reinpasst? In diese Kategorie so von wegen, also
wo der Tierversuch immer nur böse ist. Ja, also jein. Ich habe mir die Serie Biohackers angeguckt. Ja. Das ist eine deutsche Serie, die bei Netflix Ach echt? läuft. Ist auch also Okay. eine Netflix-Eigenproduktion. Ja. Und die erste Staffel wurde auch ziemlich gehypt damals, wenn ich mich erinnere. Und da geht es halt um eine junge Medizinstudentin in Freiburg, spielt das Ganze. Und die kommt direkt irgendwie mit einer Spitzenforscherin irgendwie in Kontakt und stellt sich in der ersten Staffel dann auch raus, dass sie auch irgendwie genetisch verändert wurde in einem geheimen Projekt natürlich. Okay. Ah. Und dadurch irgendwie ein ganz besonderes Immunsystem hat und auch in Also ein Experimente von. Menschenversuch dann, ne? Ja, genau, natürlich, da wird auch immer direkt am Menschen irgendwie geforscht. Und da wird auch, und da, deswegen komme ich da jetzt auch drauf, dieser Bogen, immer so, dass alles, die ganze Spitzenforschung als extrem skrupellos dargestellt. Und dann wird da immer so unter den Studenten so pseudoethisch so ein bisschen noch diskutiert, aber die Botschaft ist sehr klar, wenn man in der Spitzenforschung irgendwas erreichen will, dann braucht man einfach nur irgendwie einen willfährigen Geldgeber und dann muss man Grenzen überschreiten und sich nicht an Gesetze halten. Und ich habe mir jetzt insbesondere die zweite Staffel angeguckt, die habe ich tatsächlich dann auch ganz durchgebinged jetzt letzte Woche in Vorbereitung auf diese Sendung. Bravo, das ist Einsatz. Und um es ganz kurz zu machen, das war einfach verschwendete Lebenszeit. Okay. Ich muss das wirklich so deutlich sagen. Also der Plot ist auch völlig unglaubwürdig. Es ist auch nicht geil gespielt. Es ist auch Okay. überhaupt nicht geil erzählt. Es ist alles Ja. einfach ziemlich Banane. Und gerade weil es ja, ich meine, der Titel Biohackers, ne? Also Biohacker sind ja sozusagen, gab es ja mal eine Zeit lang auch so diesen Trend, Ja. Do-it-yourself-Biologen, dass man also zu Genau. Hause, ja, mit Ja. Seife und mit der Bakterien transformieren und sowas. Pipette Ja. da so genau Ja. solche Sachen machen kann. Und das ist ja auch alles ziemlich cool und das wird da auch so ein bisschen porträtiert in so Nebenrollen, also die Mitbewohner in der Okay. Hauptrolle. Die spielen da, machen da so Biohacking-Sachen, aber die sind natürlich dann auch die ultra-typischen Nerds. Es ist alles platt, alles total klischeehaft dargestellt. Es wird ganz viel sozusagen übersprungen. Man kommt emotional irgendwie, finde ich, überhaupt nicht rein in die ganze Sache. Aber jetzt zu der Darstellung von Tierversuchen. Warum? Also es fängt direkt an mit einer Szene, die einen Tierversuch zeigt, nämlich in der Lehre. Also sie ist ja Medizinstudentin und wacht dann irgendwie Okay. aus einem Flashback irgendwie auf, direkt in der ersten Folge der zweiten Staffel Ja. und findet sich wieder in einem Kursus, wo sie mit Hamstern arbeiten im Medizinstudium. Okay, ja. Wird natürlich überhaupt nicht begründet, warum, wieso, weshalb, was die denn da überhaupt machen. Und die dürfen die Hamster auch einfach mit nach Hause nehmen und da dann irgendwelche Experimente mitmachen. Geht gar nicht, ja. Ja, also wir lachen jetzt, ne? Aber man stellt sich das ja vielleicht so vor, ne? Dass das Ja. irgendwie so, aber das ist alles völlig off limits, ja. Also, aber genauso wird es dargestellt. Und am Ende kommt halt eben auch noch raus, auch da wieder, sie wurde noch in weitere Menschenversuche, diesmal am Gehirn irgendwie mit auch erinnerungsverändernden Substanzen irgendwie, die an ihr getestet wurden, da behandelt. Und auch da gab es natürlich dann Vorversuche. Und das war wirklich, muss ich sagen, so ungefähr das Schlechteste, was ich je im Fernsehen gesehen habe. Okay. Also, und zwar Macht hat jetzt nicht sich. gerade Lust auf Biohackers. Nee, ganz ehrlich, kann da nur von abraten. Ich finde es auch echt schade, das so zu verteufeln. Ich weiß, wie gesagt, das wurde damals ziemlich gehypt und es hieß damals auch, die wären wissenschaftlich irgendwie ganz gut beraten worden in der Ja. Vorproduktion. Aber dieses Affenexperiment ist sozusagen zu sehen, auf wie sich halt ein Forscher, beziehungsweise in der Rolle ist er eigentlich Journalist, aber er macht auch noch nebenbei Forschung. Total skrupellos natürlich, gespielt von Benno Fürmann. Ah, okay. Der kommt in seiner Rolle tatsächlich relativ gut und böse rüber, aber er ist auch einfach nur so Gut ein und böse. böser Charakter, der halt irgendwie über Leichen geht, um da sein Zeug zu testen. Und Da sind deutschsprachige Schauspieler ja eh drauf festgelegt. Also diese immer Affenszene, die wo das, Bösewichten bei James ja, ne, Bond und was weiß ich nicht alles. klar. Aber was ich sagen wollte, diese Affenszene ist halt, die sieht man sozusagen, wie er sich selber filmt. Er macht also sozusagen Videotagebuch, Okay. ja, oder Videolaborbuch, muss man ja sagen, wie er da diese Sachen testet. Und dann spritzt er das halt irgendwie so einem festgeschnallten Affen. Und der Affe ist einfach wirklich, also es ist nicht CGI, es ist nicht animiert, sondern Okay. es ist einfach irgendwie, ich würde mal sagen, vielleicht ein Kind in so einem Affenkostüm, Echt? in so einem Schimpansenkostüm. Super Okay. schlecht. Man nimmt es also überhaupt nicht ab. Und es ist halt also ein schwarzfälliger Affe mit schwarzem Gesicht. Das soll wahrscheinlich ein Ja. Schimpanse oder ein Gorilla oder irgendwie sowas sein, aber sehr klein. Okay. Man weiß überhaupt nicht, was das soll. Und im ersten Versuch verstirbt das Tier dann natürlich auch irgendwie direkt und wird dann da auf so eine Bahre gelegt. Auch das passiert natürlich alles in einem Hinterzimmer-Untergrundlabor, finanziert von einem bösartigen Industriellen, der auch dann irgendwie so völlig fadenscheinige Gründe angibt. Ja, die Überbevölkerung führt dazu, dass die Menschheit irgendwie am Rande des Zusammenbruchs steht und wir müssen da jetzt was gegen machen. Ich weiß nicht,
völlig alles an den Haaren herbeigezogen. Okay. Und aber auch da natürlich wieder das Bild, habe ich gerade schon gesagt, Forschung, gerade Spitzenforschung und neue Durchbrüche geht nur bei völliger Skrupellosigkeit, Rücksichtslosigkeit, nur im Geheimen und mit irgendwelchen Geldgebern, die genauso skrupellos sind wie die Forschenden selbst. Ja. Also dann lass uns doch jetzt mal, machen wir mal zwei Beispiele, Tierversuche und Filme, wo die Tierversuche eher, also wo ich eine positivere Wahrnehmung hatte. Okay. Ich fang mal mit einem an, also einer der Filme, den ich ausgesucht hatte noch, war, ist eine Serie im Augenblick auf Disney Plus, will jetzt keine Werbung dafür machen, aber es ist eine richtig geile Serie. Ich fand die so klasse. Okay. Es hat mich voll reingezogen und ich habe es mir jetzt tatsächlich noch ein zweites Mal angeschaut und finde sie immer noch gut. Es ist eine kleine Serie mit 8 Folgen, die jeweils so 45 Minuten oder eine Stunde dauern. Und ich will auch gar nicht zu viel spoilern. Ich rede eigentlich nur über die allererste Folge und da so die ersten 20, 30 Minuten. Also da will ich wirklich nichts spoilern, weil also es ist echt sehenswert. Tierversuche haben da gar nicht so eine große Rolle drin. Sie kommen wirklich, es kommt ein Tierversuch am Anfang vor. Mhm. Und dieser eine Tierversuch legt das komplette Thema des ganzen Films in einer kurzen Sequenz direkt auf den Tisch. Und im Prinzip geht es in dieser Story dann nur um dieses Thema. Okay. Folgende Szene, junges Paar, Sergei. Du hast noch gar nicht gesagt, worum es überhaupt geht. Genau, da fange ich jetzt mit an. Es geht um Sergei und Lilly. Also es gibt auch eine Beziehungsgeschichte. Also es geht ein bisschen, also es ist viel drin, erzähle ich gleich noch. Dieser Sergei und die Lilly, die arbeiten in einer, sagen wir mal, Computerfirma, könnte auch eine AI-Firma sein oder sowas, Artificial Intelligence und sowas. Und die entwickeln Software-Codes. Es ist ein bisschen nebulös, ja. Und dieser Sergei hat an dem Tag, das ist quasi so eine der ersten Sequenzen in dem Film, stellt er sein Projekt vor gegenüber dem Chef dieser Firma. Und was er vorstellt, ist ein Computerprogramm, um Bewegungen eines Nematoden vorherzusagen. Also eines Wurms. Eines Wurms. Genau, ja. C. elegans. Ja. Es ist ja tatsächlich auch ein wichtiges Modell in der Forschung, ist ja tatsächlich so, ja. Und die Sequenz läuft so ab, dass er quasi zeigt, dass er unter dem Mikroskop den Nematoden, diesen Wurm liegen hat und eine Computersimulation entwickelt hat für die Bewegung dieses Wurms. Mhm. Und er kann diese Bewegung des Wurms allein dadurch, dass er Daten darüber hat, also neuronale Daten, Daten aus den Muskeln und sowas, kann er ein In-Silico-Modell machen, um die nächsten 10 bis 30 Sekunden der Bewegungen von diesem Wurm exakt vorherzusagen. Ja. Und dann fragt ihn der Chef, ja, und wie lange kannst du das machen? Dann sagt er, ja, nach 30 Sekunden hört das auf. Und dann fragt der Chef, ja, was denkst du denn, was der Grund dafür ist? Mhm. Und dann sagt er, ja, er könnte sich zwei Gründe vorstellen. Der eine Grund ist, das ist so komplex, dass er nicht alle Daten hat und dass dann durch kleine Fehler werden die Fehler immer größer und deshalb hört das Modell irgendwann auf zu funktionieren. Ja. Die zweite Möglichkeit ist, die Welt ist nicht determiniert. Genau. So, und die ganze Serie geht eigentlich, wenn man sie sich wirklich gut anschaut, geht genau um dieses Thema. Ist die Welt determiniert oder ist sie nicht determiniert? Und er kommt dann mit diesem Beispiel, dass er, also seinem Chef da gezeigt hat, kommt er in eine Abteilung rein in dieser Firma, die heißt Devs, ja? Und so heißt auch die Serie Devs, D-E-V-S. Also, Developers. Genau, also eine Entwicklungsabteilung. Und das ist dann total krass gemacht, also super. Und da kommt er auch wieder in eine Umgebung, wo er also komplett frei arbeiten darf. Also er kommt dann da rein und sagt, ja, was ist jetzt meine Aufgabe? Ja, was soll ich denn machen? Sagt er, das sagen wir dir gar nicht, was deine Aufgabe ist. Mach einfach mal und dann wirst du schon sehen. Ja? Und also und das sind wirklich nur die ersten 30 Minuten dieser Serie, wo das alles passiert. Mhm. Es geht um Spionage, es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt einen Mordfall, es ist ein bisschen Science-Fiction, obwohl es eigentlich in der heutigen Zeit spielt. Ich fand es total faszinierend. Also, und da wirklich der Tierversuch nur dazu da, um das Thema dieser Serie kurz und knapp in ein paar Sätzen komplett auf den Tisch zu legen. Fand ich total faszinierend. Richtig. Ja, erinnert mich jetzt direkt an an den laplassischen Dämon. Vielleicht kommt das da auch drin vor. Es gibt ja diese Theorie, also gab es zumindest, ich weiß gar nicht, 17., 18., 19. Jahrhundert irgendwann,
ist ja das aufgestellt worden, wenn man sozusagen dieser Dämon ist halt so ein Ja, genau, Gedankenspiel, ja. wenn der alle Informationen über alle Impulse und alle Bewegungsrichtungen und alle Massenverteilungen im Universum hätte, könnte man sozusagen das komplett vor und komplett zurück berechnen, ja, wenn die Welt komplett determiniert wäre. Wir wissen ja Genau. heute, Also ist sie ich will nicht, jetzt ne? nicht, Aber ich will jetzt wirklich nicht zu viel spoilern, weil also das war jetzt so die ersten 30 Minuten und genauso Sachen machen die dann. Also die entwickeln halt in dieser Abteilung Devs. Also muss ich noch dazu sagen, als ich zum ersten Mal diese Serie gesehen habe, Devs, habe ich gedacht, heißt das jetzt Devs oder heißt es Deus? ja. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Und das spielt tatsächlich auch eine Rolle dann in dem Film. Kommt das irgendwann vor, ja, dass das halt eine sehr starke Ähnlichkeit hat zu diesem lateinischen Deus. Ja, also Gott. Genau. Und was sie dann oder was sie unter anderem in dieser Abteilung Devs machen, ist natürlich nicht in die Zukunft zu schauen. Das verbieten sie sich selbst, ja. Sondern sie gucken in die Vergangenheit und gehen dann zu Szenen zurück, zur Kreuzigung von Jesus Christus und so. Und Ah, okay. also ho hochspannend, super. Also ich kann es wirklich jedem, der so ein bisschen Lust an Science Fiction hat und ungewöhnlichen Geschichten, kann ich das wirklich empfehlen. Ja, das hört sich gut an. Das könnte was für mich sein. Schaue ich mir vielleicht Genau. mal an. Aber du hattest auch einen Film, wo Tierversuche eigentlich einen positiven, wie sagt man, Impetus haben? I am Legend hattest du noch ausgewählt. Genau, ich habe noch I Am Legend und da wären wir auch direkt bei dem Thema, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, was wir in dieser Folge machen wollen. Also, dass wir das Thema Film und Tierversuche im Film machen wollen. Habe ich direkt an Zombie-Filme gedacht, weil es gibt so viele Zombie-Filme, die damit anfangen, dass irgendwo ein Tierversuch schief läuft oder irgendwelche Tiere befreit werden, die mit irgendwelchen Viren belastet sind und die beißen dann Menschen und die werden dann zu Zombies und so weiter und so weiter. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen das Thema, zumindest in den Zombie-Filmen, wo ein Virus die Menschen zu Zombies macht. Das ist ja heutzutage, die meisten Zombie-Filme fangen ja so an. Früher war das ja, glaube ich, ein bisschen anders. Hat sich ja auch entwickelt, dieses Genre. Aber I Du, Am da habe ich Legend. bei Walking Dead immer drauf gewartet, dass irgendwann mal die Auflösung kommt, wo die Zombies eigentlich herkommen. Habe ich nirgendwo gefunden bei Walking Dead, aber egal. Ich habe Wir Walking sind ja Dead auch bei auch einem Legend. irgendwann aufgehört. Ja, genau. Ich würde jetzt aber zu den Zombie-Filmen im weiteren Sinne, ich meine, das sind jetzt keine Zombies in dem Sinne, aber haben doch auch ähnliche Eigenschaften, auch I Am Legend zählen, wo also Will Smith als vermeintlich letzter Überlebender in New York lebt, umringt eben von so nachtaktiven Gestalten. Genau, ja. Und er ist Virologe. Also Will Ja. Smith porträtiert einen Virologen, den Dr. Robert Neville. Und er ist offensichtlich irgendwie immun und hat das, also sozusagen das Armageddon, die Apokalypse, die Zombie-Apokalypse bis hierhin überlebt und macht jetzt, durchstreift mit seinem Hund das verlassene New York, Sind tolle um halt Aufnahmen, ja. irgendwie zu überleben. Genau, also ich finde, der Film ist an sich irgendwie echt cool gelungen, Ja. ist gut erzählt, ist total Ja. spannend, ist auch irgendwie gut dargestellt, tolle Aufnahmen. Grundsätzlich hat mir der Film insgesamt sehr gefallen, aber darum soll es ja jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern was hat das jetzt mit Tierversuchen zu tun? Ja, auch der Robert Neville hat in seinem Keller ein Labor und da hält er Ratten Ja. und versucht eben ein Gegenmittel gegen dieses Virus zu finden, das die Menschen eben zu diesen Kreaturen verwandelt. Ja. Und er versucht sogar auch, diese Kreaturen wieder dann in Menschen zurück zu verwandeln. Er macht also auch Menschenversuche, Kreaturversuche später und er hat halt eben da bei seinen Ratten, bei einem Compound, das er dann da testet, tatsächlich Erfolg. Zumindest Ja. scheint es erst so. Es wäre natürlich sehr langweilig, wenn es einfach so funktionieren würde, wie man sich das jetzt denkt. Es passieren natürlich noch diverse Dinge, die das Film natürlich dann noch spannender machen, Ups and Downs und so weiter. Genau. Aber Ja, und im er macht ja dann Prinzip, quasi so das First in Man, macht er dann ja, ne? das macht er Also, auch, genau. Also er testet es halt an seinen Ratten und dann testet er es an einer Befallenen, weiblichen. einer Betroffenen, ja, genau, Ja, ja. genau. Die fängt er sich ja quasi. Ja, die fängt er sich und das funktioniert auch erst nicht so wie erwartet, ne? Also Genau, die stirbt dann genau. fast und Ja, es dauert ein paar Tage und dann stellt er fest, dass es doch wirkt. genau. Genau, insofern, also vielleicht, also ganz am Anfang des Films gibt ja noch eine Sequenz, dass so eine vermeintliche Wissenschaftlerin quasi ein Fernsehinterview gibt. Und sagt, dass sie quasi das Heilmittel gegen Krebs gefunden hätte. Ja, auch wieder ein Und Virus. das ist vermutlich, also das soll dann wohl quasi der Ursprung sein, woher diese Krankheit oder dieses
ja, diese komischen Menschen dann kommen. Ne? Die Zombifizierung, ja. Die Zombifizierung, ja, sehr, sehr gut, genau, ja, richtig. Die Geschichte geht ja dann weiter, also wir spoilern jetzt den ganzen Film, der ist ja nun auch nicht neu, ich glaube, das kann man da ruhig erzählen. Den kann man auch gar nicht spoilern, weil es gibt zwei alternative Enden. Findest du, ich habe jetzt nur ein positives, muss mir gleich mal erzählen, also auf jeden Fall kommen die in eine Bedrängnis, er und noch eine zweite, eine Frau mit Kind, die dann im Laufe der Geschichte zu ihm noch gestoßen ist, sie hat ihm das Leben gerettet und sie sind quasi in einer Notsituation und er opfert sich, gibt ihr aber das Serum. Und sie kann mit dem Serum dann fliehen aus New York und das Serum weitergeben, um dann die Menschheit zu retten. Das war meine Interpretation des Endes. Hast du einen ja, anderen? Ja, nein, 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 das ist die Interpretation des Endes der Version, die im Kino lief. Es gibt aber noch eine zweite Version mit einem alternativen Ende, wo er sich nicht opfert, sondern wo sich und wo irgendwie kommt die raus. Her? Die ist irgendwann später veröffentlicht worden. Ich, okay. Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Okay. Auf jeden Fall überlebt er darin auch, weil die nämlich feststellen, dass in dieser Schlussszene, wo er sich sonst eigentlich opfert und die anderen Kreaturen da halt alle töten muss, die Zombies, stellen sie halt fest, dass der Oberzombie da einfach nur seine Frau wieder haben will, die er in seinem Labor hat. Und dann übergibt er denen die wieder und die stellen dann halt irgendwie auch fest, dass die gar nicht so dumm und zombie-mäßig drauf sind, sondern einfach nur anders halt, okay. Also eine andere Art von Mensch sind. Mhm. Und die kommen dann irgendwie, ich weiß gar nicht ganz genau, wie es geht, aber die kommen irgendwie da raus dann, also Will Smith und das Kind und die Frau und fahren dann zusammen zu dieser noch verbliebenen Menschenkolonie und übergeben da das Serum. Ah, und okay. Und das hast du jetzt nicht geträumt, das hast du irgendwo mal gelesen, oder? Genau, das, ich hatte das irgendwie noch im Kopf, dass es da ein alternatives Ende gibt. Das habe ich nochmal gegoogelt und mir okay. nochmal angeguckt. Auch also ein schönes Ende. Wer den Film schon kennt, kann sich ja. da nochmal überraschen ja. lassen. Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, da stimmst du mir zu, dass in dem Fall quasi der Tierversuch ja also eine positive Stimmung hat, insofern als dass am Schluss vermeintlich die Menschheit gerettet wird. Oder? Ja, und er bringt den Film halt weiter, genau. Und genau. Es wird halt vor allen Dingen nicht so der skrupellose Wissenschaftler, der da irgendwie den Tieren irgendwie was aus Ruhm und Geldgeilheit reinspritzt und über Leichen geht, sondern der spielt da eine sehr verantwortungsbewusste Hauptrolle und das finde ich irgendwie deutlich besser dargestellt als in vielen ja. anderen Filmen. Und er ist halt nicht skrupellos. Er ist halt derjenige, der sich zumindest in dem Film, so wie ich ihn kenne, am Schluss opfert, um dann richtig. Ihr die Flucht zu ermöglichen genau. und die Menschheit zu retten. Ja. Also insofern da mal Tierversuche nicht so ganz auf der negativen Seite. Überhaupt, ich meine, er opfert sich ja da die ganze Geschichte lang ja, auf, ja. um da dieses ja. Gegenmittel zu finden. Er könnte auch ja, einfach ja. sagen, wisst ihr was, ist mir alles eigentlich piep egal, ja. Hauptsache ich überlebe irgendwie und ja, er sagt das ja ein paar Mal in dem Film, das ist seine Aufgabe, er muss das machen, er kann da gar nicht anders, ne? Ja. Genau. Ja, also insofern können Tierversuche auch unterschiedliche Rollen haben in der Filmgeschichte. Jetzt haben wir ganz aktuell noch den Film Guardians of the Galaxy. Ja, da habt ihr bestimmt schon drauf gewartet jetzt, ne? Da wollen wir jetzt nichts spoilern vom Inhalt. Also ich habe mir den Film jetzt 1,5 Mal angeschaut. Okay, ich gar nicht. Ja, also Filme, in denen Tiere sprechen, sind für mich immer ein Problem irgendwie. aber ich wollte gar nicht so sehr über den Inhalt des Films reden, als darüber, wie die Tierschutzorganisation PETA darauf reagiert hat, auf diesen Film. PETA hat den Film also hochgelobt und den Drehbuchautor und Regisseur mit einer Ehrung bedacht, die heißt ja. der Not a Number Award, wurde vergeben von PETA an den Regisseur dieses Filmes, weil dort die Probleme der Tierversuche angeblich so wahnsinnig realistisch dargestellt werden. Und da kannst wollte du ich uns vielleicht ganz kurz reinholen, worum geht es denn eigentlich in dem Film? Ich habe auch die ersten beiden Guardians of the Galaxy Filme nicht ja. gesehen. Ich, also. Also wie gesagt, er läuft gerade, ich will gar nicht allzu viel spoilern. Es geht, im Prinzip geht es hauptsächlich wieder um einen verrückten, wie heißt der nochmal? The High Evolutionary heißt der, der eine bessere Welt entwickeln will und dabei aber ganz viele dumme Sachen macht, unter anderem eben auch Tierversuche. Und Rocket, also einer der Hauptdarsteller von den Guardians of the Galaxy, das ist dieser Waschbär, obwohl er immer sagt, I'm not a raccoon, aber er sieht halt aus wie ein Waschbär. Der kriegt quasi seinen Flashback und erinnert sich jetzt daran, dass er eben auch von diesem Higher Evolutionary quasi im Tierversuch eingesetzt wurde. Und es geht darum,
den Rocket dann zu retten, weil der hat irgendwie so einen Notabschalter eingebaut im Herzen oder so und jetzt Oh, versucht okay. ihn zu retten. Ja? Ja. Also wieder so eine Weltverbesserungsfantasie, The Higher Ja. Evolutionary, ganz merkwürdig. Ja. Wie gesagt, aber guckt euch den Film ruhig an, wenn ihr Filme mit redenden Tieren gerne seht, guckt euch das an und macht euch euer eigenes Urteil. Ich fand es nicht so gut, weil die Handlung des Films, also die Erzählung des Films erfolgt hauptsächlich in den Dialogen zwischen den Akteuren, ja. Und das will ich in einem Film nicht. Ich will die Geschichte nicht erzählt kriegen. Ich will sehen, wie die Geschichte funktioniert, ja. Ja, eigentlich heißt es doch immer Show, don't tell, ne? Ist doch so eigentlich Genau, genau. das Credo des Kinos, so. Ja, genau. Und Ja. das zeigt sich nur in den ganzen Kämpfen, brutale Schlachten, die da stattfinden und sowas. Es sind ein paar gute Elemente drin, die ich so noch nie gesehen habe. Alles okay. Und wer das mag, soll sich es anschauen. Mir geht es jetzt darum, was Peter dazu sagt, dass das so wahnsinnig realistisch ist, wie da Tierversuche gezeigt werden. Du hast das vielleicht gesehen. Also da gibt es zum Beispiel den Punkt, da sagen sie hier, die Tiere erhalten ID-Nummern wie 89P13 statt Namen. Ihre ID-Nummern sind üblicherweise auf die Brust tätowiert, wie die von Lila, Rocket oder in die Ohren. Das ist natürlich so, dass tatsächlich Tiere im Tierversuch eine Nummer bekommen. Jetzt ist es aber in dem Film ja so, dass die Tiere deshalb mit dieser Situation so unzufrieden sind, dass sie eine Nummer sind, weil sie als Menschen, als Persönlichkeiten agieren und sie Ja. sich in ihrer Persönlichkeit nun betroffen fühlen, eine Nummer zu sein, was ich ja durchaus nachvollziehen kann. Ich Ja. glaube aber, unseren Mäusen, die wir im Tierversuch haben, ist es relativ egal, ob sie eine Nummer bekommen oder einen Namen. Wie Ja. siehst du das, Roman? Ja, ich, also, ich Würden sehe wir das jetzt Tierversuche erstmal. verbessern, wenn wir die Tiere nicht nummerieren, sondern ihnen einen Namen geben? Ist, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion und muss man sicherlich auch, denke ich, speziesabhängig diskutieren. Ich glaube, dass das bei Mäusen völliger Quatsch ist und dass das auch, also wenn man nicht sich für die einzelne Maus interessiert, sondern für eine Gruppe und eine Vergleichsgruppe und so, wie es ja meistens der Fall ist, dann macht das wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Man muss halt ja irgendwie diese Tiere identifizieren, darum geht es ja. Wenn man jetzt, wie zum Beispiel in der Primatenforschung, sein ganzes Forscherleben mit einem Tier verbringt, dann ist das völlig klar, dass die einen Namen haben. So, ne? Aber das Also, kommt dann vom Wissenschaftler, weil er irgendwo eine emotionale Bindung hat zu dem Tier, richtig, ja. genau, ja. Und nicht, weil das Tier sagt, ich fühle mich in meinen Persönlichkeitsrechten nicht ordentlich wahrgenommen, weil ich eine Nummer und keinen Namen habe, oder? Ja, das, genau, klar. Das natürlich. Anders geht's ja auch gar nicht. Ja, ich glaube, da machst du auch direkt, sprichst du den Punkt an. Peter verwechselt da, das haben wir in der Vorbesprechung auch Ja. gesagt, die Fiktion mit der Realität. Also, dass man das sich anschaut und da diesen absoluten Widerwillen entwickelt. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie das so dargestellt wird. Ja. Das ist vor allen Dingen natürlich aus der Perspektive heraus, dass das gar kein Tier mehr ist, sondern dass das Genau. ja eine Person ist, also ein Ja, Mensch ja, ist. ja, ja. Und jetzt unabhängig davon, wie sehr man jetzt das Bewusstsein und die Emotionen und so weiter von Tieren tatsächlich einschätzen kann aus menschlicher Perspektive mit wissenschaftlichen Methoden, ist das ja was anderes, wenn ich halt tatsächlich, also sozusagen Menschen da in solchen Versuchen habe und die Versuche auch noch, ich weiß ja nicht, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber wie es jetzt da konkret durchgeführt wird, scheint mir nicht, dass sie da jetzt irgendwie besonderen Wert auf 3R gelegt haben, konnte ich mir nicht vorstellen. Nee, es sah jetzt nicht so aus. Aber ich meine, Ist wir haben ja auch schon einfach mal, was anderes, also. ja, du, wir haben ja auch schon mal über das Thema hier gesprochen, Menschenrechte für Tiere. Und ich glaube, da haben wir so eine Grenze, wo wir sagen, also Tiere sind eben nicht das Gleiche wie Menschen und sie haben nicht dieselben Persönlichkeitsrechte wie Menschen. Ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die wir haben, wo einfach für uns eine Grenze ist. Also ein Menschenleben ist schon mehr wert als ein Tierleben. Also das ist bei mir jedenfalls eine ganz klare Haltung. Genau, also und ich glaube, dass es halt, wenn man in so einer fiktionalen Geschichte das natürlich so vermischt, das ist ja auch ähnlich wie jetzt, sagen wir mal, bei Planet der Affen, ja. Es ist ja auch im Prinzip so eine Situation, dass du halt auf einmal Wesen hast, die gar nicht mehr in dem Sinne Tiere sind, also die völlig andere Eigenschaften haben als alle Tiere, die es in der Realität gibt, und wo dann diese Grenze zwischen Mensch und Tier komplett verwischt. Weil die auch noch miteinander reden können, weil die auch ein moralisches Urteilsvermögen auf einmal entwickeln und so weiter. Dann kann man eigentlich nicht mehr sozusagen von dieser Grenze da sprechen. Die ist dann halt einfach weg.
Und dann hat man natürlich eine völlig andere Situation. Das ist, Ja. das finde ich, ist irgendwie, muss irgendwie klar sein. Und wenn man dann sagt, ja, das ist irgendwie ein toller Film aus Tierschutzsicht, weil er zeigt, wie böse und grausam Tierversuche sind, dann muss man einfach sagen, nee, das hat aber mit der Realität ja so überhaupt nichts zu tun. Ja, genau. Und so ein zweiter Punkt, der dann hier noch aufgebracht wird, ist, dass in dem Film die Tiere in separaten Käfigen gehalten werden. So, und dann war ich das erste Mal in diesem Film drin und ich habe genau, also in Erinnerung, dass es da eben Szenen gab, wo die eben genau nicht vereinzelt in einem Käfig drin waren. Also es stimmt faktisch nicht. Ich bin dann extra nochmal in den Film reingegangen und habe mir nochmal zur Hälfte angeschaut. Länger habe ich es dann nicht mehr ausgehalten, weil es einfach zu Okay. langweilig war. Ja. Und nein, es gibt eben auch Szenen, wo die auch in dem Film eben nicht vereinzelt in Käfigen sitzen. Und ich kann das also aus meiner Forschererfahrung berichten, wie das bei Mäusen ist. Also Mäuse sind auch soziale Tiere. Und es wird bei uns stetig kontrolliert, dass wir keine Tiere in Einzelhaltung haben. Ja? Das kommt in seltenen Fällen vor, wenn die Tiere irgendeine Krankheit haben oder wenn du zwei Böcke zusammensitzen hast, die raufen, die anfangen gegeneinander zu kämpfen. Ja? Die würden sich gegenseitig umbringen, die Tiere. Die leiden darunter, die haben Wunden und dann muss man die natürlich mal vereinzeln. Dann werden aber auch die Wunden gepflegt mit Salben und Gott weiß nicht was. Da sind dann die Tierschutzbeauftragten wirklich sehr, sehr aufmerksam und sehen sowas und die Tiere werden dann medizinisch behandelt. Ja? Weil wir wollen die ja erhalten, wir wollen ja, dass es den Mäusen gut geht und wie du immer sagst, Happy Animals make good experiments oder so irgendwie. Good Science, ja. Genau. Also. Einzeltierhaltung bei Mäusen ist im Grunde überhaupt nicht akzeptiert, auf keinen Fall über längere Zeit hinweg. Und es wird kontrolliert durch die Tierschutzbeauftragten, die in den Forschungszentren sind. Und es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo wir dann zum Wohle der Tiere die teilweise zeitweise vereinzeln. Ja? Also das stimmt einfach nicht, was Peter da sagt. Also für Mäuse auf jeden Fall kann ich das mit ganz großer Sicherheit sagen. Ja, es mag einzelne Experimente geben, wo das notwendig ist, die auch über eine gewisse Zeit zu vereinzeln, aber auch dann geht das ja alles mit in die Belastungseinschätzung mit rein, ne? Weil, Richtig, also das, genau. und es muss gut begründet sein. Das macht man nicht einfach nur, weil man irgendwie die einzelnen beobachten möchte oder wie auch immer. Genau. Und es kommt natürlich auch immer auf die Spezies an, ne? Also, wenn man jetzt Richtig, einzelgängerische ja. Tiere hat, dann ist es erstens nicht schlimm, die zu vereinzeln, sondern das ist dann sozusagen die tiergerechte Haltung. Weil die eben sonst anfangen, Stress zu haben oder zu kämpfen oder was auch immer. Ja. Und bei sozialen Tieren ist es eben anders, klar. Ja, das ist auch so ein Ding. Also das sind, in dem Fall ist es jetzt also ein Raccoon, also ein Waschbär. Das andere ist, glaube ich, ein Frettchen, dann ein Hase und ein Walross. Ein Walross, Also das okay. sind die vier Tiere, die da in Gefangenschaft sind bei Guardian of the Galaxy. Kannst ja mal versuchen, die zusammenzusetzen im Zoo und gucken, was passiert. Also weiß Na, nicht. wer Also das ist weiß. dann so diese Vermenschlichung von also es sind ja auch keine, es sind ja Fantasietiere, es sind ja Fabeltiere, die da. Ja. Ja, also, okay, was haben wir noch? Ja, dann geht man natürlich auf die Fixiereinrichtungen ein. Also Rocket ist wohl in einer Szene, nicht wohl, ja, Rocket ist in einer Szene in einer Fixiereinrichtung bei vollem Bewusstsein und wird quasi lebend operiert. Also sowas gibt es Okay. ja auch nicht. Ja. Ja. Völlig unmöglich, wird niemals genehmigt, macht auch keiner. Warum auch? Fixiereinrichtungen gibt es natürlich. Also ich kann jetzt wieder nur von unseren Mäusen erzählen. Zum Beispiel, wenn wir eine Maus in Computertomographen untersuchen, ja, dann muss die Maus natürlich stillhalten. Da kriege ich die nicht dazu, indem ich ihr das sage, sondern sie wird dann tatsächlich betäubt über einen kurzen Zeitraum und in eine Röhre gelegt, in der sie sich nicht bewegen kann. Ja. Sowas muss man dann natürlich machen. Das ist aber dann auch alles in einem Tierversuch bewilligt. Die Maus kriegt davon gar nichts mit. Wie gesagt, sie ist betäubt und kommt dann in Computertomographen. Einem Menschen kann man sagen, bitte jetzt still liegen bleiben. Ja, das Klappt auch nicht funktioniert, immer. aber bei einer Maus geht das eben leider nicht. Aber danach wacht die eben ganz normal wieder auf und ist munter, genauso wie wir, wenn wir halt eine Anästhesie kriegen. Ja. Also Fixiereinrichtungen gibt es, aber niemals wird man da also eine Vivisektion machen bei einem Tier. Das ist völlig undenkbar. Ja, also ohne Betäubung, ja. Genau, und dann gibt es noch den Punkt, dass sie sagen, also Experimente werden oft aus Neugierde ausgeführt und dienen keinem wirklichen Zweck. Also
Jeder Tierversuch, ich meine, wir haben es schon oft gesagt, wird beantragt. Es gibt immer eine wissenschaftliche Hypothese und es muss nachgewiesen werden, dass diese Hypothese nur in diesem Tiermodell nachgewiesen werden kann und nicht durch irgendwas anderes. Wenn ich eine Alternative habe, muss ich sie benutzen. Also das ist wieder diese Idee von der Neugierforschung, die halt komplett losgelöst ist und keine Zwecke erfolgt. Also sowas gibt es nicht. Es gibt immer einen Zweck und der Zweck kann aber eben auch eine wissenschaftliche Hypothese sein, die ich testen möchte. Richtig. Also ja, das ist ja das altbekannte Argument. Grundlagenforschung ist reine Neugierforschung und das braucht niemand. Ja, ich denke, da haben wir auch gerade in diesem Podcast so oft schon drüber gesprochen. Ich kann es nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen. Gut, okay. Ja, aber jetzt haben wir sechs Filme durchgesprochen, oder? Also wir hatten Die Fliege, wir hatten Devs, Guardians of the Galaxy, I Am Legend, Planet der Affen, Biohackers. Haben wir alle sechs durch, oder? Haben wir alle sechs durch. Jetzt werden wir natürlich dieses Thema nicht erschöpfend behandelt haben, denke ich mal, Roman. Und es muss doch irgendwo Germanisten geben, die jetzt mal sagen, also das ist doch ein fantastisches Thema. Da vergebe ich doch mal eine Masterarbeit, um genau das umfassender zu analysieren, oder? Ja, wir haben von vornherein gesagt, so, wir nehmen uns das Thema jetzt mal vor, aber natürlich, wir können ja nur schlaglichtartig da mal drauf schauen. Die Spitze des Eisbergs. Und wir haben direkt am Anfang gesagt, das wird uns echt wahnsinnig interessieren, wenn es da mal so eine systematische Übersicht zu gäbe. Ja? Also das Tier im Genau. Film sozusagen oder beziehungsweise der Tierversuch im Film. Wie werden Vielleicht gibt die es das auch schon. handelnden Personen porträtiert? Wie wird der Tierversuch dargestellt? Und vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einen Tipp, wo man mal reinschauen könnte oder haben einen Film gesehen, wo sie sagen, ey, das geht gar nicht oder hier, sie ist eigentlich ganz gut dargestellt oder so. Schreibt uns gerne, unsere E-Mail-Adresse kennt ihr, falls nicht, ist es die 3F, also die Zahl 3, großes F, at tierversuche-verstehen.de. Da könnt ihr euch melden oder über alle anderen Kanäle auf tierversucheverstehen.de oder über Twitter oder was auch immer. Wir sind eigentlich sehr leicht aufzufinden Genau. und anzusprechen. Schreibt uns mal, welcher Film euch so spontan einfällt, wo Tierversuche eine wichtige Rolle spielen. Roman, was machen wir denn beim nächsten Mal? Ich glaube, eine Folge Schlaglichter mal wieder. Oder was haben wir auf der Genau, wir gucken Agenda? mal, was gerade aktuell so los ist. Auf EU-Ebene ist ja einiges los. Ja. Haben wir letzte Folge ja auch noch mal kurz angerissen. Die EU-Bürgerinitiative, da gibt es Neuigkeiten. Und noch so ein paar andere Sachen, die können wir beim nächsten Mal in den Schlaglichtern besprechen. Gut, freue ich mich schon drauf. Dann haben wir den Deckel drauf, oder, Roman? Dann machen wir ihn jetzt wirklich drauf für heute. Deckel drauf. Gut, also ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei, uns beim Bequatschen der Filme ein bisschen zuzuhören. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Auf Tschüss. Wiederhören.